dollars. Sieht aus, als würde es hier nicht durchdringen. Durch wohl überall Treppen platziert, würde es hier nicht irgendwo wirklich durchkommen. Sieht ja nicht fertig aus. Dauert natürlich, bis es ein bisschen abfließt, aber im Grunde sieht nicht schlecht aus. Gut, vielleicht das mit dem Glas hätte man vielleicht ein bisschen höher setzen können, aber an sich keine so schlechte Idee. Keine Fackeln mehr hier. Außer vielleicht für später, wenn wir hier die Wände noch umbauen. Vor allem hier hinterm Glas. Okay, das würde noch, glaube ich, gehen. Können sie in Zukunft dann mal umbauen. Wenn das irgendwie nicht passt mit dem Glas, dass wir das höher setzen oder sowas, das ist alles kein Problem. Jedenfalls, die Lava ist angekommen und hätte ich nicht gedacht. Alter, das sieht richtig optisch aus. Guck dir das mal an. Wenn man so runter geht, glaubst du, du gehst die Treppe hoch? Andererseits ist das hier, das ist ja mal übelst. Oh mein Gott. Oh Gott. Das verwirrt ja jedes Hirn. Mach das mal so. Ja, da müssen wir mal der Eingang dazu passen. Also vielleicht bei mir so einen großen Weg hier eines Tages mal im Wald. Dass wir den Wald ein bisschen versetzen, woanders hin. Dann kommst du hier so hin, dann gehst du hier so runter irgendwie. Oder vielleicht machen wir hier vorne so ein Haus irgendwie und dann geht man das bei das Haus rein und dann gibt es da hinten so einen Weg in die Gruft. Das ist schon krass. Haben wir wieder was Nices gebaut. Ich glaube mal, dass ich das Wasser hier wegnehmen werde. Ich weiß nicht, ob ich das hier direkt neben der Lava platzieren kann. Probieren können wir es. Ich mache mal das Wasser weg. Hier unten, da ist da jetzt überall Stein noch drin. Das müssen wir alles noch rausknüpfen. So. Ich hole mal Steine, zumindest Kobbel, und dann heizen wir hier ein bisschen ein. Fehlt da nicht so eine Fackel hier? Oder? Hier ist irgendwas passiert, oder? Dass die Fackeln hier so durcheinander sind. Immer zwei Blöcke. Ja. Ob das auch mal hier wieder richtig ist. Ahnung, wer sich hier eine Fackel ausgeborgt hat. Sieht wieder besser aus. Und wir sollten mal die Nacht schlafen. Nicht, dass diese komischen Viecher da kommen. Mich einfach während dem Bau zu Tode erschrecken. Und nerven. Das könnte nicht hier rein. Ein Glas haben wir noch mehr. Raus. Das lasse ich mal. Komm in Diorit, das können wir rein. Das.
mit. Ich glaube, das wird hier nicht reichen auf der Baustelle. Vor allem jetzt für das ganze Graben. Ah, das wird auch nicht reichen. So. Mal ruhig ein bisschen mehr machen. Ah, okay. Das reicht, glaube ich, erstmal. Hammer. Ich meine, ich losgehen. Ihr bleibt nur immer hier. Die sind alle angebunden. Gut, gut, gut. Ich weiß nicht, was ich mit dem Viecher machen soll. Kann ich die überhaupt reiten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube ja. Da braucht man, glaube ich, einen Sattel. Okay, ich war ja hier unten. Oh, da müssen wir jetzt aber vorsichtig sein, ja, ne, mit der Lava. Uiuiui, nicht, dass wir hier abtanken. Zumindest hier unten. Hier oben ist es schon wichtiger, aber hier unten ja nicht so, aber wie man es da schön hat. Der Schöne zu bieten. Schnell zu machen. Solange die Lava fließt, passt. Ja. Die Sturm geht weiter. Scheiß Kies. Ich habe echt wirklich gedacht, dass das zwischen den Treppen austreten wird, dieser kleine Spalte, und dann wird das hier alles ein bisschen brennend. Vor allem, weil drunter noch das Wasser war. Ich habe drunter noch das Wasser gehabt, da wäre dann ein guter Fang gewesen. Ne? Also dann hätten wir, ich weiß nicht, ob wir dann genug Obsidian hätten. Boah, das wäre ja was. Das hätten wir ja nicht mehr wegbekommen, weil wir haben ja, glaube ich, keine Dia-Picke. Ja, voll vorbereitet das Ganze. Ich habe das Ganze so vorbereitet. Ach ja, vielleicht sollte man oben einheizen, ne? Dass man mal während dem Bauen auch hier den nötigen Fortschritt auch haben. Keine mehr. Aber gut, wir können ja auch weiter graben, deswegen.
geschafft, dass wir die auch irgendwie auch zähmen und züchten können halt. So dass wir die zum Hof oder irgendwie machen. Und die Nahrungsquelle dann eigentlich auch nochmal viel stärker. Weil wir können jetzt ja nicht immer nur von irgendwelchen Zeug aus dem Garten ernähren. Man sollte auch vielleicht auch von Fleisch und so weiter. Ist das Risiko hier nicht, aber wenn ich schon weiß, dass hier bei der Seite irgendwo raustropfen könnte, rausrennen könnte, dann ist es natürlich gefährlich. Aber das kann ich ja nicht wissen, ob dahinter irgendwie was ist. Zumindest jetzt nicht mehr. Thank you.
hier unten fortsetzen, bin ich selber noch überfragt. Deswegen habe ich jetzt eigentlich gerade am Überlegen, ob ich nach jetzt bald mal demnächst diese Session beenden werde. Damit ich dann mir Gedanken machen kann, wie ich da unten am fortsetzen möchte. Weil das habe ich jetzt eigentlich so random so nebenbei überlegt, was man heute macht, und habe ja gewusst, dass wir immer diesen Übergang hier, diesen Untergang hier bauen. Und ja, warum nicht? So eine Treppe von da unten kann ja jeder bauen. Und das hier, da sieht man jetzt, dass ein bisschen an Arbeit auch hängt. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das jetzt hier sind. Ein bisschen Arbeit hängt ja auch dabei. Wir haben jetzt nachgeheizt und mehr Kohle. So, ein bisschen noch voranläuft. Wie sieht's denn hier aus? Diese Straße ist fertig, wieder gewachsen. Alter, brauchen wir ja bald gar nicht mehr abbeenden. Überlegen, was wir hier machen. Dann haben wir es aber eigentlich hier nur das reingegraben, um einfach zu farmen die ganzen Cobblestones, weil wir hatten gar keine, wirklich, wir hatten gar keine, und wir brauchten ja welche für die Werkzeuge, weil wir hier fast nur draußen gebaut haben, am Haus gebaut haben, und weil wir unter anderem auch diese Diorit, Andesit und wie dieses ganze Zeug heißt, das wollten wir ja alles haben für den Keller, und da war ja hier in den Bergen ja zahlreich, und heutzutage brauchen wir das aber gar nicht mehr. Vielleicht unten, dass wir das auch mit diesen Steinziegeln bauen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Das heißt, wenn wir so ein Monster-Spawner werden, dann könnten wir echt viel für so eine Bosswürde machen. So, das kann man hier auch wieder laufen lassen. So, kann hier alles gehen. Ja. Das Wasser kommt hier ganz normal an. Gut, dann beende ich hier die Session und sage bis zum nächsten Mal wieder und auf Wiedersehen.